BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Angesichts der derzeitigen Flüchtlingskrise hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute im Stuttgarter Landtag eine Regierungserklärung abgegeben. Dabei wurden rund eine Woche nach der von einem breiten Konsens geprägten Aussprache erstmals politische Unterschiede deutlich. Während Vertreter der grün-roten Landesregierung darauf verweisen, im Land alles derzeit Mögliche zur Bewältigung der Belastungen zu tun, zogen dies die Sprecher von CDU und FDP in Zweifel. Das neue Schloss in Stuttgart. Gestern hatte der Ministerpräsident hier die Chefs der Fraktionen angesichts der weiter anschwellenden Flüchtlingsströme zum Krisen- und Lagegespräch gebeten. Täglich 11.000 Neuankommende, die auch ins Land verteilt untergebracht werden müssen, Kreise und Kommunen nah an der Belastungsgrenze. Heute im Landtag war Winfried Kretschmann per Regierungserklärung sichtlich bemüht, angesichts kippender Stimmungen und beginnenden Asylrechtsdiskussionen die dramatischen Bilder von Kriegen, Terror, Not und Tod zu beschwören. Wer europäischen Boden betritt, sich Europa nähert, darf nicht Angst haben um sein Leben, nicht Angst haben zu ertrinken oder zu ersticken. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Und es ist unsere humanitäre Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen. Das Recht auf Asyl ist kein Gnadenakt. Es ist ein Grundrecht. Und dieses Grundrecht ist eine große zivilisatorische Errungenschaft. Es gehört zum Kernbestand einer menschlichen Gesellschaft. 32.000 Menschen habe man deshalb jetzt in den vielen neuen Leas aufnehmen können. Durch Flüchtlingsgipfel zusammen mit Kreisen, Städten und Ehrenamtlichen bewältige man die Herausforderungen erfolgreich. Zudem werde er jetzt den Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsländer zustimmen. Sachleistungen statt Taschengeld, das werde bei rund 40% Wirtschaftsflüchtlingen für Entlastung sorgen. Wir handeln koordiniert, entschlossen und mit ganzer Kraft, um unserer Verantwortung möglichst gerecht zu werden. Das alles aber reiche nicht, wenn der Bund nicht für schnellere Asylverfahren sorge, wenn dieser Europa nicht zur solidarischen Entlastung zwinge und wenn man dort nicht an den außenpolitisch richtigen Schrauben drehe. Flüchtlingslager vor Ort im Libanon, in Jordanien stärker unterstützen, Grundversorgung gewährleisten, damit die Menschen dort nicht wegziehen müssen, nicht weiterziehen müssen. Eine politische Lösung in Syrien muss konsequent angegangen werden und die vielen Probleme und Konflikte in Afrika muss die internationale Staatengemeinschaft stärker in den Blick nehmen. Uneingeschränkt und in Absehen von den Parteiinteressen unterstütze er deshalb den Kurs, den die CDU-Kanzlerin im Bund jetzt vorgebe. Ein scheinheiliges Verantwortungsverschieben eines Mannes sei das, der noch kürzlich vom nie vollen Boot gesprochen habe, der Risiken ausblende und der sich vor Eigenverantwortung wegducke, meint da die Opposition. Sorgen bereiten den Menschen Ankündigungen, dass ihr Eigentum beschlagnahmt wird, um Flüchtlinge unterzubringen. Sorgen bereitet den Menschen die Meldung, dass einer Frau nach 23 Jahren die Wohnung gekündigt wird, um dort künftig Flüchtlinge unterzubringen. Die Integrationsfähigkeit jedes Staates findet irgendwo eine Grenze. Und das wissen die Menschen im Land Baden-Württemberg. Und sie erwarten von der Politik, dass man eben nicht nur die Flüchtlinge in den Blick nimmt, sondern auch die Menschen, die im Land Baden-Württemberg leben, die auch Rechte haben, meine Damen und Herren. Sie reagieren, aber sie agieren zu wenig und sie sind unverändert ein Getriebener. Und das ist angesichts der Dimension dieser großen Herausforderung zu wenig, Herr Ministerpräsident. Wir erwarten entschlossenes Handeln. Das ist Ihre Aufgabe in dieser schwierigen Zeit. Das gelte bei der langen Weigerung, in den Leas Sachleistungen statt Taschengeld wieder einzuführen beispielsweise und uneingeschränkt beim Thema Abschiebung. Aber vielleicht wollen Sie ja gar nicht mehr tun. Ihr grüner Landesvorsitzender kritisiert die Entscheidung Ihres Innenministers, rechtmäßig eine Roma-Familie aus Freiburg abzuschieben und bezeichnete das damals als inakzeptabel. Was soll an einer rechtsstaatlichen Entscheidung inakzeptabel sein? Die Grünen zur Wolf hätten vielmehr ein offensichtliches Abschiebeproblem. Die Regierungspolitik und deren Parteien müssten sich jetzt aber als handlungsfähig erweisen, jenseits parteiinterner Befindlichkeiten.
Die ehemalige japanische Schule in Bad Saulgau soll Flüchtlingsunterkunft werden, aber die Stadt sperrt sich dagegen. Beim Regierungspräsidium Tübingen wurde bereits ein Eilantrag gegen die Einquartierung gestellt. Die Unterbringung widerspreche dem Bebauungsplan, der nur eine Nutzung zu Schulzwecken vorsehe. Halte das Land an der Unterbringung fest, will die Stadtverwaltung vors Verwaltungsgericht ziehen. Bilder wie diese gehören hoffentlich bald der Vergangenheit an. Nach 8 Monaten haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber im Sozial- und Erziehungsdienst gestern geeinigt. Verbesserungen sind vor allem für jüngere Erzieherinnen und Sozialarbeiter vorgesehen. Vollzeitbeschäftigte sollen zwischen 93 und 138 Euro mehr im Monat erhalten. Stimmt die Bundestarifkommission von Verdi dem Vergleich morgen zu, sind weitere Streiks endgültig vom Tisch. Die kommunalen Arbeitgeber bezifferten die Mehrkosten durch das Ergebnis auf 315 Millionen Euro. Insgesamt geht es im Konflikt um 240.000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Innenminister Reinhold Gall will die Prioritäten der Polizei neu ordnen. Angesichts der anhaltenden Flüchtlingsströme sollen die Beamten von weniger wichtigen Aufgaben entlastet werden. Die Polizeiführung soll nun prüfen, wie Ressourcen freigespielt werden können. Zur Debatte stehen dabei auch die Anzahl an Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen. Weiter will Gall die Überstunden lieber bezahlen, als dass sie mit Freizeit ausgeglichen werden. Und jetzt noch die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gesunken. Laut Arbeitsagentur waren im September diesen Jahres 225.934 Menschen ohne Job und damit 8.731 weniger als noch im September 2014. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,8%. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Es bleibt sonnig in Baden-Württemberg. Stellenweise klettern die Temperaturen sogar noch einmal auf 21 Grad, so in Heilbronn. Am kältesten Punkt auf dem Feldberg sind 13 Grad zu erwarten. Der Samstag ist ein Mix aus Sonne und Wolken. Vom Norden bis in den Süden braucht die Sonne aber viel Kraft, um sich durchzusetzen. Stadtgeschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elzach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elzacher Künstlers Erwin Krumm. Geöffnet ist immer samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie waren erbitterte Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime, die Brüder Berthold und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Ihr Leben und Wirken steht im Mittelpunkt der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss in Stuttgart. Täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr können die Besucher einen Abstecher in eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte unternehmen. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt.